Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Christian. Pascal, wie läuft es? Na, gut. Man möchte Sie mir einmal zeigen, was hier heute passieren wird. Ja, zeigen wir es von vorne, ja. Ja, von vorne. Listet. Listet. Aber ja. Auch nur eins von zwei. Wir bauen das sogar nochmal um, ist eins von drei. Eins von drei? Mhm. Eins von vier. Da sind hier auch noch was. Also die Idee ist ja, guck mal, was ist das für eine Stadt im Hintergrund? Sieht man das, erkennt man das? Erkennt man nicht, ne? Ich meine, ich sehe den Razer Tower und ich weiß, der Razer Tower steht in Tokio. Genau so ist das. Wir haben ein bisschen Unterstützung bekommen von Razer. Die haben uns ein bisschen supportet, weil wir wieder so viel Scheiß hier vorhaben. Da konnten wir das gut gebrauchen. Und die haben uns ein bisschen Kram geschickt. Den packen wir ins Video. Das wird, glaube ich, auch noch ganz witzig. Müssen wir uns gleich mal anschauen, was da so alles bei ist. So eine Wundertüte haben die uns geschickt. Und deswegen gibt es jetzt auch einen Razer Tower in New Tokyo oder Neo Tokyo. Das spielt quasi in der Zukunft. Würdest du sagen, das war das planungsintensivste Musikvideo bisher? Nicht direkt. Wir hatten nur auf jeden Fall am wenigsten Zeit. Wusstet ihr schon, wohin die Reise geht, als klar war, dass ihr mit Baby Metal zusammenarbeiten werdet? Ja, ich sag mal so, ne? Also wir kennen ja die Mucke aus Japan und da wussten wir, dass schon ein paar BPM mehr werden als üblich. Aber generell ist es ja eine Kooperation, ist ja kein Feature-Track. もともとエレクトリックコールボーイさんの新潟ムーブスみたいなライブで盛り上がるような曲を作りたいなと思って楽曲制作をしていてその中ででもなんか足りないなというかこうもうちょっと何か一スパイス欲しいなと思った時にだったらもう本家にオファーをしてみようと思ってコールボーイさんの方にオファーをかけてみたらダメ元だったんですけど快く承諾してくださって今回のオファー今回のコラボレーションが実現しました。 This is wirklich ein X-Song, ein 50-50-Song. Das heißt, es soll sowohl ein Electric Cowboy als auch ein Baby Metal Song sein. Und genau das ist es auch geworden. Also das Beste aus beiden Welten quasi. Ja, Christian, du bist ja Marketing-Experte, ne? Suchst du einen Job oder the was? Best of both worlds. The best of both worlds. Genau. Das ist im Endeffekt, kannst du jetzt sagen, das ist so schön. Ein T-Shirt-Spruch. Nee, das ist so schön Pommes rot-weiß mit ein paar Sushi dabei. Hast du wieder irgendwas mit den Klamotten zu tun gehabt? Bist du wieder der Head of Bestellung? Ich habe mir das ehrenvoll geteilt mit dem Herrn Ratajczak. Ist das so? Der Herr Ratajczak hat sich einfach einen Fetisch-Shop rausgesucht. Ja. Ja. Und das ist das Harmloseste, was sie haben. Ja. Aber es ist schön, es schmeichelt dir auch. Es schmeichelt dir auch. So, Helm auf und ab geht's. Okay, Nico. Ich wollte nur sagen, der Helm steht hier ausgezeichnet. Der Helm steht jedem ausgezeichnet, Christian. Es ist der Helm. Noch versteckt, komplett. Ja, klar. Ich guck nur, was ich mache. Immer runter. Und jetzt hoch. Und am besten wirklich links, rechts spielen, richtig, richtig rauskommen. Achtung! Neue Kampagne. Und 3, 2, 1, go! Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know it hurts to look like I'm hypnotized. Just give me one more try and make you feel that bite. When you're gone, Oh, Pascal, erster Schuss ist im Kasten. Ja. Bist zufrieden? Ja, ist doch witzig, oder? Ich hab gelacht. Man denkt sich ja sowas aus und hat dann irgendwie so eine Idee davon, wie das werden könnte. Aber wenn man es das erste Mal sieht und es ist wirklich so dumm, wie man es sich gedacht hat, ist schon schön, ne? Es wird gut. Wir freuen uns. Glaube ich auch. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja, habe ich gelernt. Ja. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Christian, ich bin richtig stolz auf dich. Richtig stolz auf dich. Das ist jetzt unser Businessraum. Hier wird jetzt ein Meeting stattfinden. Und dann kommen Nico und Kevin durch die Wand. Durch die Wand kommen die. Ja. Zeigt dir auch die Wand? Das war echt nicht so ohne, weil wir mussten ein bisschen rausfinden, wie man sowas macht. Kann man solche fertigen Wände, so Kinowände, kann man oder Filmwände, ist das eine Filmwand oder ist das Eigenproduktion? Das ist eine Eigenproduktion. Um hier mal so ein bisschen Dramatik reinzubringen. Ja. Wir haben es gibt eine Wand. Die. Mhm. Das heißt, wenn die beiden gleich dumm ins Bild stolpern, ja. Dann ist es genauso im Video. Ja. Aber wir haben zwei Kameras, immerhin mit zwei Perspektiven, wenn sie dumm durchs Bild stolpern. Also, da können wir quasi in zwei Perspektiven zeigen, wie sie versagt haben. Das ist es, genau. Wir haben noch eine Wand, die ist aber für morgen. Die wird dann hier reingeschraubt. Und auf der anderen Seite, die müssen ja einmal raus, da ist auch noch eine gepreppte Wand. Also das dann zu wiederholen und eine neue Wand zu bauen, ist
Das würde für den Jörg eine Nachtschicht bedeuten, auf jeden Fall. Echt, hat so viel Arbeit? Ja, so 6-7 Stunden. Echt, ernsthaft? Der eine Mann, der wirklich. Weil die muss, die von vorne ist sie auch angeritzt. Und dann ist das von vorne, guck mal hier, das siehst du nämlich jetzt nicht mehr, aber das ist auch komplett angeritzt. Siehst du hier? Siehst du nicht? Aber die hier gemacht. Ja, ja. Ist nicht schlimm. Aufpassen. Das ist auch alles, auch noch so kreuz und quer angeritzt und so. Dann ist das verspachtelt wieder. Und dann gestrichen, abgeschliffen, damit es wieder glatt wird. Das heißt, der Prozess, um diese Wand quasi zu bauen, dauert halt sehr, sehr lange, damit das dann am Ende gut aussieht. Why did you want to work together? What did you like about each other? とにかく好きだからです。去年の秋、コールボーイさんのライブを初めて見させていただくことがあって、ライブを見てね、すごい楽しくて、私たちのライブもこういう風にお客さんが楽しんでくれたらいいなと思ってたので。Krasse Bühnenshow, krasse Tanzchoreografien, wahnsinnig professionell, das hat man schon gesehen, bevor man sich getroffen hat. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Feature-Songs anhört, die Mädels schon gemacht haben, dann weiß man einfach, dass da eine Menge Qualität hintersteckt. So. 私たちの曲とコールボーイさんの曲がコラボしたらどんな化学反応が起こるんだろうってその時ワクワクして今回コラボをしようと決めました。だから本当にコールボーイさんのエレクトリック感とちょっといい感じにちょっと古いダンスが私たちに刺さりまくって振り付けでもダンスでもコラボできたら面白いなと思うのでその辺も注目して見てもらいたいです。Das war so die Razor-Wundertüte, ja? Hey, guck mal, was sie alles geschickt haben. Kevin hat es geschickt, sag mal, was? Alter, richtig geil. Kraken V3 Pro Wireless Headset. Mega geil, hab ich zu Hause. Nee, hab ich. Hallo, wir verlosen das noch. Achso. Dann haben wir auch noch wirklich stylische Headsets. Darf ich davon ein Teil mit dir? Ja, da wurde auch direkt an dich gedacht, hat gesagt, für Nico ist die habe ich tatsächlich selber. Sag mal, die habe ich auch. Die ist mega geil. Ja, okay. Ja, der nimmt sie alles weg. Ja, Leute, ist weniger für euch, ne? Also, ich sag mal so, die habe ich mir auch letztens gekauft. Ich habe die kleine davon, ohne Numpad. Ohne Numpad, ja. Habt ihr die auch schon? Ja, ich habe die auch schon. Ja, nimm. Nee, alles gut, nimm mir gleich mit. Wir sind scharf geschossen, ja. Bist du nervös? Ja, ich bin echt nervös. Wenn du zu viel Speed nimmst, dann hast du echt... Ja, ja. Aber ist doch scheißegal. Ja, wenn ich auf dem Tisch lande, Alter, ist das noch geiler. Ja. Wir halten drauf, egal was passiert. Ja, ja, genau. Das gibt einen Versuch. Also, vom Prinzip her ist es folgendes. So wird's geschnitten. Achtung. Kevin, lass es bitte. Ja, ja. Nee. Jetzt hätten wir abbrechen können heute. Ja. Dann hätten wir Video abbrechen können. Ich nur mal kurz. Hast du es mitbekommen, Christian? Kevin schnuppert am Ohrfeigenbaum. Aber richtig. Komm, mach mal. Da bringt auch noch der Helm nichts mehr. Sorry dir, du. Also. Das Ratata ist quasi der Moment, wo ihr durchgeht. So. Sehr geil, wenn wir unterschiedlich sind. Wie sieht das aus? Stell dir den wir müssen unterschiedlich landen. Genau, ja, aber stell dir vor, also ich springe jetzt so da durch irgendwie und du gehst wirklich so nach so. Vorne. So, oder dass du wirklich so... Geil wäre doch auch, wenn ich da einfach so wie so ein Torpedo durchfliege. Und so da durchrutsche. Nein, das machen wir nicht, aber ich würde glaube ich einfach so da durchjumpen. So, Anlauf und dann so. Ja. Ich habe nur Angst oben wegen dem. Ja, dann zieh den Kopf ein. Okay, Leute, ich wünsche euch viel Glück bei eurem Start. Ich glaube an euch beiden. Also, ich meine, ihr seid ja zwei Flitzpiepen, aber wenn es drauf ankommt, dann. Nee, die machen wir kaputt. So, bing! Ja, ich sag mal so, du sagst das schon richtig. Wir auf uns ist Verlass. Einfach. Ne? Ja, also, wenn es drauf ankommt, dann seid ihr erfahrungsgemäß halt da. Ja, unter Druck funktionieren wir einfach am besten. Ja, und mehr Druck geht nicht, ne? Also nee, leider nicht. Wir haben genau einen Versuch. Ed, wird ernst. Ja, Christian, ich bin... Siehst du das? Glaube ich dir. Das ist wild. Aber ich hab Bock. Genau. Und wir landen jetzt nicht in den Jungs und Mädels an. Ne? Also hoffentlich nicht, aber wenn, dann macht ihr weiter. Ja. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Wenn, dann machst du weiter. Ja, okay. Wenn einer blutet, machst du weiter. Ja, okay. Okay, Achtung, Kameras! Läuft. Warte mal. Ah, läuft. Wie läuft? Christian läuft auch. Kevin? 1, 2, 3, los. Genau. Warte mal. Okay, nochmal stoppen.
der läuft ja jetzt. Krass. Das schaffen wir nicht, da mache ich mir keinen Gedanken drüber. Wir jumpen da durch und dann, wenn wir okay. da sind, sind wir da. Wir sind ready. Okay, Kameras. Stopp die fette Grill. Läuft. Okay, Achtung. 3, 2, 1, Acten. Und das ist das mehr sehen! Oh, bin schon geguckt. Oh, ist das spannend. Wann kommen sie denn? Oh, geil! Kevin, so. Was machst du denn? Ich hab getanzt. Siehst du doch. Geil. Ja, kurz einmal. Okay, wie erleichtert sind wir jetzt? Das war richtig geil. Hast du gesehen schon? Hab ich gesehen. Hast gefilmt, ne? Ja. Ich bin happy. Aber dass die da so rausschießen, hätte ich auch nicht gedacht, ne? Alter. Wie glücklich sind wir jetzt? Mega glücklich. Also es hat 1A funktioniert. Ja. Kleines Detail. Du siehst vielleicht ein bisschen Holz gerade. Ganz kleines Detail. Das ist die Schillos. Euch das erste Mal das Skript zum Drehbuch, also das Drehbuch gezeigt haben und gesagt haben, was die so vorhaben. Was habt ihr euch da gedacht nach dem Motto, ey, ich glaube, ich jag euch mal durch drei Wochen? Moment, der Christian, der weiß ein paar Sachen nicht. Ne? Nee, wir haben das selber mit ausgedacht. Erstmal ne? nicht die Schillos, ja. Sondern die Schillos haben das. Pass auf, wir hatten eine Idee, wir hatten Bilder im Kopf, wie wir schon in vielen Interviews gesagt haben. Christian, du kennst uns ja auch schon lange, das weißt du ja natürlich auch. Wir visualisieren ja immer schon während des Schreibprozesses eigentlich. Das heißt, wir haben ja schon Bilder im Kopf, während wir den Song schreiben. 最初にPV のなんかこういうシーンができますよっていうのを見た時にすごくなんだろうネオ東京というか日本の文化がたくさん入っててでも近未来的な感じというか新しい日本っていうかそういう感じの文化をたくさん取り入れてもらってるなと思ってすごく嬉しくてなんかカラオケルームで歌うシーンがあったりとか侍の人がいるのかな入ってくるのかな、うん、やっぱそういうシーンがあるって書いてあったので本当に撮影しててもすごい楽しかったんですけどなんかどんな PV になるんだろうって最初に絵を見た時からずっとワクワクしてました。アクトカメラロイムジーカーオンアッパー Das ist richtig dumm. Aber irgendwie hat es einen Effekt. Das hat einen Effekt gehabt. Guck mal, finde ich gar nicht gut, dass ich da die heilige Vase genommen habe. Aber bist du zufrieden mit deiner Performance? Ich sag mal so, man muss einfach, wenn man ein paar Synapsen bei vielen Drehs gelassen hat, ich glaube, und die Schwelle übersprungen hat, Christian, dann ist man immer zufrieden. Weißt du, was ich meine? Bist du fertig für heute? Ja, für heute bin ich fertig, aber wir haben jetzt auch noch 2 Tage vor uns. Ich glaube, die nächsten beiden Tage werden anstrengender als der heutige. Das glaube ich auch. Top, was geil. Ja. Tag Nummer 2. Drehtag Nummer 2. Ich sag mal so, wir sind im Zeitplan. Ne? Wir haben 9.44 Uhr, in 16 Minuten wird gedreht. Guck mal mit. Das ist jetzt unsere kleine Karaoke-Session hier. Kommt das rüber wie eine Karaoke-Bar? Auf jeden Fall. So, Kevin, letztes Tuning, bevor es losgeht gleich. Nee, das ist kein, also manche, die eine Maske setzen. In deinem Fall, du wirst ein bisschen hässlicher geschminkt. Ein bisschen hässlicher, damit ich nicht so raussteche. Verstehe. Ja, das ist krass, ne? Ja, also, wir haben uns kennengelernt in den USA, haben ein bisschen geschnackt und jetzt haben wir einen Song gemacht und jetzt machen wir ein Video. You're just in here, you can take the drinks, like cheers and stuff, just like, you know, like, yeah, okay. Without the singing, without lip sync, yeah, so okay. Just like having fun. Okay. And we start slowly, so you get a feeling for the song, you know, and then we like, make everything else, like the singing scene, the choreo, then Nico and Kevin will crush like through this wall. Here? Wow. Wir haben heute nochmal eine Szene, die wir nur einmal drehen können. Wiederholt sich die Mauer etwa? 2 Szenen, die wir nur einmal drehen können.
Christian. Boah, ihr seid aber auch verrückte Typen heute, ne? Nico, ich hab grad erfahren, ne? Also die Szene, die wir gestern nur einmal drehen konnten, ne? Die machen wir heute noch zweimal. So, Olli, womit fangen wir an? Erste Szene ist Karaoke. Die improvisieren ein bisschen, haben Spaß, Party Night Out, weil wir kommen aus der Tanzszene und ja, die spielen, acten erstmal ein bisschen und dann gucken wir mal, wohin es geht, ne? Ja, dann legen wir los, ne? Versucht gleich mal, wenn ihr hier durchspringt, schön mittig zusammenzuspringen, dass viel von der Wand stehen bleibt. Das wäre die einzige. Weißt du, du weißt, also Kevin groß und breit und so. Und ich weiß, ich sag nur versuchen, deswegen auf das Wort versuchen, so nah wie möglich zusammen in der Mitte. Okay, Leute. Wir standen hier schon mal gestern, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Nee, das stimmt nicht, Christian. Und ihr habt. Es war nicht die gleiche Zeit und es war auch nicht der gleiche Ort. Ich wollte jetzt eine mega Ansprache machen. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja. Ihr hattet nur einen Versuch und ihr habt das wunderbar genäht. Ja. Ihr hättet das besser nicht machen können. Ja. Und ich mache mir absolut. absolut. absolut keine Illusionen, dass ihr das jetzt verkackt. Heute ihr ist aber. Was denn? Das ist nicht verkackt, hab ich doch gesagt. Ja, das ist jetzt verkackt. ich Kameras Rekord. Und Cut. Guck dir das an, immer. Genau in die Mitte. Perfekt. Welche Szene hat euch am besten gefallen? Wo sagt ihr, wo habt ihr gedacht, boah, da habt ihr am meisten Bock drauf gehabt? War das was mit den Wänden tatsächlich? Habt ihr da am meisten Bock drauf gehabt? Generell ist ja das Besondere an dem Video, dass da eben du hast das Szenen aufgebaut, wo du nicht erwarten würdest, dass da jetzt auf einmal einer durch die Wand geht. Das fanden wir natürlich geil, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Wir kannten das aus anderen Videos, aber wir haben es halt in der Form selber noch nicht gemacht. Aber ich fand auch jeden einzelnen Raum mega geil, weil er was für sich hatte. Im ersten Raum waren wir ja, da haben wir so ein bisschen die Leute animiert und haben sie halt mitgenommen. Das hat mega Spaß gemacht, dass wir da die Motherfuckers waren, ne, die da... Sag doch, sie was Böses. Ja, du weißt, Leute wissen doch, was ich meine. Nee, das ist doch... Und im nächsten Raum waren halt Babymetal auf einmal und da waren wir halt so ein bisschen vorsichtiger, ne? Und das waren beides so Sachen, wo es Spaß machte, da irgendwie auch so ein bisschen zu acten zu, ne? Und vor allem, wenn man, also man weiß ja vorher nicht, auch wenn man sich schon getroffen hat und so, wie läuft so ein Dreh, wie harmonisch es ist, wie gut läuft die Zusammenarbeit, so, das waren ja alles so Dinge, die irgendwie noch so ein bisschen, das war so Glaskugel lesen irgendwie. Und ab dem Moment, wo die Mädels da waren, so zweiter Drehtag und wir angefangen haben zu drehen und die Chemie gestimmt hat, war eigentlich alles geil. So, das macht dann Bock, so, dann hast du richtig Lust auf jede Szene, du schleppst dich da auch nicht hin oder so, das war richtig geil. Ja, guten Morgen, David. Ja, Ripkens, guten Tag. Tag Nummer 3. Du bist Nummer 1 heute, habe ich gerade erfahren. Ich bin Nummer 1. So, fängst jetzt an. Ich fang an, ja, um 10 Uhr. So, hier werden noch die Schuhe geladen. Ja. Ja, guten Morgen. Christian, würfelst du mir jetzt eigentlich noch guten Morgen sagen? Ich hab dir Ella guten Morgen gesagt. Ja, ist klar. Ja, guten Morgen, Daniel. Hi, guten Morgen, Christian. Sag mal, wie bereitet man sich als Musiker auf Musikvideodreh vor, wenn der Song quasi vor 3 Minuten fertig geworden ist? Dem Kameramann sagen, bloß nicht die Finger filmen. Das ist alles. Und dann machst du die gleichen Moves wie bei jedem Song, weil die hast du drauf, die kannst du schon. Forte so Floor. Okay, sag mal, was sind die Moves, die wir gleich zu erwarten haben? Das ist so der, also das kann ich bestätigen, das ist auch live ein ganz großes Ding. Ja, also plus 5. Und dann spielst du den Riff halt so. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ah, guck mal. Ah, ist er doch schon am Trommeln. Es ratatatat.
noch nicht. Noch nicht. Sag mal mit dem Song. Ich habe gestern schon ein bisschen was erfahren. Das ist ja quasi kein direktes Feature. Nee, das ist ein X-Song. Also, ich mein, wir nennen es X-Song, weil es quasi eine Collab ist. Jede Band hat am Song zusammengearbeitet. Wo ist da jetzt der große Unterschied, ob das jetzt ein Feature mit Baby Metal gewesen wäre oder ob, naja, das jetzt diese Collab ist? Wenn du ein Feature machst, wenn wir ein Feature gemacht hätten, dann hätten wir den Song natürlich komplett nach unseren Wünschen geschrieben, hätten uns einen Part ausgesucht, auf den Part hätte Baby Metal was drauf machen können, nur Vocals zum Beispiel, und dann wäre das gegessen gewesen. Dann geht es eher darum, dass es unser Song ist und wir vom Baby Metal einen Teil nehmen würden. So, wenn wir dann mal einen X-Song machen, dann ist es so, das Instrumental habe ich geschrieben mit dem Produzenten von Baby Metal zusammen. Also es ist gleichermaßen 50-50, jeder Band arbeitet daran. Also es geht quasi immer hin und her und hin und her und hin und her. Ja, genau so war es tatsächlich. Also ich habe einen Export gemacht, dann ging das zu ihm, dann hat er zwei Sachen geändert, dann habe ich das wieder geändert, dann er es wieder geändert, ich wieder geändert, er das wieder geändert. Das also ist ein Prozess. Ist ein Prozess. Was würdest du denn sagen, ist bei dem Song typisch Electric Callboy und was war am Ende typisch Baby Metal? Typisch Electric Callboy ist auf jeden Fall vom Instrumental der ganze Techno-Anteil. Werdet ihr ja hören. Also das ist auf jeden Fall typisch. Dann auch diese Strophen, dass wir eine elektronische Strophe haben mit Nikos. Das ist sehr We Got The Move, also was wir halt, also ist schon unser Style auf jeden Fall. Typisch Baby-Metal sind auf jeden Fall vor allem die Vocals, finde ich. Dieses Huhu. Fufu, Christian. Ach, Fufu ist das Fufu. Tatsächlich. Das heißt Fufu. Das ist aus der japanischen Karaoke. Wurde mir gesagt. Ganz großes Ding da drüben. Und das hätten wir ja niemals reingemacht. Also das kennen wir ja gar nicht. Da haben die wirklich Wert drauf gelegt, ne? Nee, der Witz ist ja auch, Kevin hat das versucht zu doppeln und hat wup wup gemacht. Und dann musste unser japanischer Kollege ihm erklären, dass es nicht wup wup heißt, sondern wup wup. Wup wup ist, was ist das? Das ist eine japanische Kultur. Ach so. Deshalb ist es auch in der Musik ein Hook. Und die Japaner haben Karaoke, zum Beispiel Sumetal, und wir haben eine Kultur, die wup 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 wup. そういった風にコールボーイと私たちの曲で日本の文化を入れてもらえるのがすごく嬉しいし、こうやって日本の文化が広がっていくのも嬉しいし、みんなで会場でフーフーって言ったら絶対盛り上がると思います。 Christian, ja? Wenn du uns als Band sehen würdest, ne? Ja? Würdest du, und du müsstest quasi Outfit zu uns bestellen, ne? Ja? Würdest du auf die Idee kommen, irgendwas in S zu bestellen? Sei ehrlich. Also ein XS. XXS. XS. XXS? Ja, Daniel, wir sind halt sportlich. Wie optimistisch warst du, was wir bestellen? Ey, die hatten keine anderen mehr. Mal Daniel. Ist das nicht so, also... Ja. Du hast hinten, ist das der XS? Wurdest du da gerade reingeschossen? XXS. Oder? XXS. XXS. Ja, passt halt nicht. Performance ist von denen soweit durch. Erster Chorus kommt jetzt von den Mädels. Also ganze Band und Mädels. Schöne Leuchten hier. Also habt ihr echt gut gemacht. Also viel, ne? Von danke dir. Ja, super. Hast du ein Vivant? Wegperformt. Hast du einen wegperformt? Ja. Hast du aber auch lange wegperformt. Lange. Gibt's schon Essen? Ja. So, machen wir jetzt. Ich meine ja. Pyro, Christian. Wo ist Pyro? Pyro ist in der Decke. Da oben siehst du ein Pyro-Board. Ah, da, ja. Genau. Und hier ist ein Pyro-Board. Und da hinten irgendwo ist ein Pyro-Board. Und da steht auch ein Pyro-Board. Oh, ist das hier so die kleine Illustration, wie es gleich aussieht quasi? Oh, mach mal das. Genau so sieht's aus. Da ist doch richtig was los. 3, 2, 1, Musik!
ihr ein bisschen eingeschüchtert, als ihr wusstet, dass ihr nebeneinander tanzen müsst? Weil sie behält ja ganz, also Baby Metal ist ja tanzmäßig, sind die ja auf jeden Fall. Ich habe keine Angst gehabt, weil wir ja dafür bekannt sind, dass wir zwar ambitioniert sind, sag ich mal, was das heißt. Ambitioniert, aber ungelenk. Aber das jetzt nicht, sagen wir, dass wir jetzt nicht bei Let's Dance mitmachen können, das ist allen bewusst. Ne? Aber ich sag mal so, also falls jetzt RTL schreiben sollte, dann sind wir natürlich Kevin dabei. Kevin Ratajczak und Nico, du nicht für mich und Nico Salah. Also an der Stelle Kurzbewerbung an Let's Dance. Ja, dann ich also, nicht. Did you think Electric Callboy would be such good dancers? 正直踊りは上手だと思っていました。なんてか、なんかもう特に首と腰振りはもう確実に上手って思ってたし、なんかむしろ教わりたいなって思ってたぐらいなので、もう期待通りのダンスが見ててとても嬉しいです。Ich habe, wie in Polen, wir kennen das. Man muss sparen. Man kann machen gute Schuhe aus, diese nicht schön, diese nicht gut. Diese Schuhe gut, weil Lüftungslöcher Kurva. Du hast Belüftung, das ist wie diese eine Marke. Kennst du die Marke? Georgs. Georgs Kurva. Georgs der Schuh und das ist Georg. Das ist, was ist das? Das ist Georg. Georg. Das ist Georg. Das ist Georg. Bei Electric Callboy. Ist richtig krass. Jetzt haben wir nochmal ein komplett anderes Setting quasi. Die Kugeln sind jetzt oben, jetzt haben wir nur die Großhoden. Und jetzt gibt es quasi diese kleine romantische Sequenz, die wir noch eingebaut haben für die Bridge. Der Plan ist ja, wir haben die große Disco-Kugel. Wir haben eine Reflexion auf dem Boden. Und wir haben Nico und Sue. Und jetzt singen die. But this will be the... wide shot, okay? Just so you know. But we will do the full scene in a couple of different angles. Okay? I think that's the one. Es waren 3 Tage jetzt und es war aber unfassbar krass. Also ich glaube, wir haben alles hinbekommen. Ich darf es noch nicht sagen, wir sind noch nicht fertig. Nein. Lass uns. Aber wir haben fast, also bis jetzt haben wir alles hinbekommen, was wir wollten. Und es ist einfach, ich bin sehr, sehr happy. Wir haben jetzt Freitag, 9.11 Uhr. Ja. Wir sind ein bisschen drüber heute. Ja, heute, wir gehen jetzt in die, wir sind seit 8 Uhr hier. Ja, 13. Stunde, aber ist doch okay. Aber wir haben mit den Baby-Metal-Girls auch gequatscht. Die machen in Japan auch 15, 16 Stunden. Ist jetzt nicht unüblich. Es liegt nicht an uns. Nein, aber die ballern, weißt du, die ballern auch durch, wenn es sein muss. Also es ist ja, ne, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen, sag ich mal. Ne? Die einen sagen dann Abendessen und die anderen ziehen halt durch. Und das ist halt, deswegen kriegst du ein geiles Musikvideo oder ein ganz gutes Musikvideo. Und wir sind jetzt bei, also wir sind schon, ich sag das immer, aber... Das wird das Beste. It was a wonderful moment. And I'm looking forward to see the movie to the MV. Yeah. Yeah. It will be so good. The pictures are so good. Thank you so much. Thank you. Dankeschön. So, Kevin, 22.24 Uhr. Das ist der Moment, auf den ich den ganzen Tag gewartet habe, Christian. Prob mal. Was gibt's? Scheiß auf das Video hier. Ich go crazy, because I'm waiting for the drop. Und dann hier Let's go, ne? Und dann geht die Party ab. Verstehst du? Dann geht die Party richtig ab. Mach mal einen Durchlauf. Pass auf, hier. I go fucking crazy, cause I'm waiting for the drop. Are you ready? Und dann let's go. Und dann macht er hier den Stecker zusammen und dann ist das, wie der Strom fließt. Und dann rasten die alle aus, ne? So, letzte Runde. Komm, Kevin, gib alles. Mehr. Verrückter Junge. Hör mal, geil, wir sind fertig. Hör mal, irgendwelche letzten Worte. Abschließende Worte. Es war eine Ehre, wie immer, mit dem ganzen Team. Alle haben geschackert bis zum letzten Ende. Und auch
auch wenn natürlich, also ich habe extra das Licht ausgemacht, aber es war wunderschön. Es war wunderschön mit allem Mann. Und wir sind ja jetzt leider hier schon ein bisschen weniger am Set. Es ist spät geworden mal wieder, aber das bedeutet meistens, es wird ein gutes Video. Ne? 22.44 Uhr haben wir gerade. Hör mal, schau mal an. 18 Uhr war geplant. Bisschen Überstunden, das wird teuer, aber ansonsten... Ich bin völlig im Arsch. War aber trotzdem einfach unfassbar geiler Dreh. Aber da kommt oben jetzt nichts mehr raus. Also, danke an alle, danke an Baby Metal, danke an EC. Küsst eure Herzen. It's gonna be amazing. Ich freue mich auf das Endprodukt. Hör mal, Pascal, abschließende Worte. Abschließende Worte? Abschließende Worte. Ey, ich bin im Arsch. Ich bin komplett im Arsch. Aber ich fahre jetzt nach Hause und fange an zu schneiden. Und war schön mit euch, ne? Und guckt das Video, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ne? Tschüss. Ja? Jetzt musst du so weggehen. Oder einfach, ich werde es nicht. Nein, du weißt aber, was wir machen müssen? Ja. Die müssen noch den Kanal abonnieren. Ah ja. Dann müsst ihr jetzt hier das Glöckchen anmachen. Oder wie geht das nochmal? Hier Glöckchen anmachen und liken und kommentieren. Und euren Freunden zeigen. Und in die WhatsApp-Gruppe von eurer Familie senden. Dann sagt nämlich der Opa Udo oder Onkel Ralf, sagen: Ey, was ist das denn für ein verrückter Junge?